Sagen wir mal, du würdest jetzt in meine Gang wollen. Ich würde sagen, es ist eine Aufnahmeprüfung. Dann keine Ahnung, also ich weiß nicht, was ich mir da überlegen würde, weil ich würde sowas nie machen, aber es wäre auf jeden Fall nicht, wie mein Freund, eklige Sachen zusammenschütten, so Wurstwasser mit Tequila und was weiß ich. Hallo Leute, ich habe heute was Neues über Annika erfahren. Die ist ja nämlich gerade umgezogen und ich sitze hier und sehe gerade ein Skateboard und sage, ha, wem gehört denn das Skateboard? Ist das von einem Freund? Und sie sagt, nee, ist meins. Eika. Ja, Mensch, ne? Das hättest du jetzt Das nicht habe ich gedacht. wirklich nicht erwartet. Mensch. Du golfst ja auch. Immer mal wieder was Golfst du auf Neues. dem Skateboard? Nein. Das ist aber cool. Kannst du auch Tricks? Nein, leider nicht. Das ist Es ist ziemlich eher ein cool. Transportmittel für mich. Das ist ziemlich cool. Und Poppy zieht dich dann, oder? Nein. Poppy hat auch Angst. Ich wollte mal gerne, dass Poppy auch auf Skateboard fährt. Mhm. Es gibt ja so Videos, wo Hunde Skateboard Ja, fahren. Das finde klar. ich ziemlich nice. Aber vielleicht ist sie einfach zu klein. Also das ist ihr nicht so ganz geheuer. Und deswegen, nee, leider nicht. Und damit, Leute, herzlich willkommen zum Köln 50667 Podcast. Hier sind wie immer Annika und Benita, heute mit einem etwas anderen Einstieg, aber ich fand es so cool. So, wir können es jetzt öfter mal machen. Einfach so ein Fakt, den noch keiner weiß, einstreuen, wie das Annika Skateboard fahren kann. Mensch. Finde ich super cool. Dann werden wir mal gucken nächste Woche, was wir über dich da einstreuen. Kein Wunder, fandst du den Vince so sexy. Fand ich den Vince sexy? Ganz am Anfang. Ja. Also skaten ist schon ganz gut. Ja, jetzt haben wir es hier nämlich. Ach, na gut. Also dann kommen wir zu eher zu unseren, wie sagt man dazu, den üblichen Verdächtigen, so heißt es, aus der Domstadt. Ach, Benita, was ist denn? Also darf ich mal kurz eine Sache vorab sagen, bevor wir hier zu den einzelnen Leuten kommen. Wir können auch eigentlich gleich zu ihm kommen. Ist dir mal aufgefallen, wie hart Nico die Woche geflucht hat? Echt? Der hat Kevin so hart angeschissen und zwar so richtig, verpiss dich, du Wichser und sowas. Also das fand ich so ein bisschen, also ich finde, man kann ja den Ex-Freund seiner Freundin jetzt nicht so ganz cool finden, zumal wenn der noch so Avancen bekundet. Aber, also sowas finde ich schwierig. Und auch, ich überlege gerade, in der zweiten Situation hat er auch nochmal so richtig krass geflucht. Und ich denke so, ich finde das unsympathisch, wenn Leute und vor allem auch Männer Ja. so sich nicht im Griff haben, verbal. Absolut, aber auch, also physisch auch. Ja gut, das ist ja sowieso, Also das ist ja beides, ne? klar. Sowohl als auch. Ich finde immer, Contenance ist sexy. Ja. Also bin ich total bei dir. Ich fand es witzig, wie sie sich gestritten haben und einer hat die Cap nach vorne gedreht und einer hat die Cap nach hinten gedreht. Ja. Bei Kevin und Wie Nico. bei Mario und Luigi. Luigi. Ja, wirklich. Also, naja, wir können mal klären, Nico und Leo sind jetzt zusammen. ja, offensichtlich. Und auch richtig verliebt und dauernd am Turteln und machen Marc und Jule beim Sexy Time echt Konkurrenz. Ich fühl's nicht. Ich fühl's auch nicht mehr. Es ist so, und ich weiß, ich frage mich gerade die ganze Zeit so, ob's Leo noch fühlt. Also eigentlich sagt sie das die ganze Zeit, aber ich finde zum Beispiel mit dieser Christmas-Dekoriererei, ich habe so das Gefühl, dass sozusagen so Kevin so echt sehr subtil und sehr geschickt da so dran gräbt an diesem Glück. Ja, aber ich muss sagen, ich halte davon nicht so viel. Weil wenn zwei Menschen nicht zusammenpassen, und ich denke auch, dass sie nicht zusammenpassen, Nico und genau, Leo. ich denke, Nico und Leo passen nicht zusammen und ich denke, Leo und Kevin passen gut zusammen. Ja. Aber wenn zwei Menschen nicht zusammenpassen, dann musst du gar nichts machen, um das zu sabotieren. Aber es dauert ja unter Umständen länger. Ja, aber du musst just trust the timing, weißt du? Ich denke mir so. Das hat schon alles seinen Grund. Ich würde sagen, just diese Frage schreiben wir uns jetzt an dieser Stelle auf und nehmen sie nachher gleich mit ins Interview. Weil wir haben ja heute einen Interviewgast und das ist ja niemand anderes als die Leo, also Sophie, Sophie Immelmann. genau. Und da fragen wir sie einfach mal, ob sie uns vielleicht irgendwie verraten kann. Also mal gucken, ob sie es wird, wie es denn so weitergeht und vielleicht, ob das vielleicht doch mit Kevin wieder was wird. Ich freue mich darauf. Ich mich auch. Aber ja, es war auf jeden Fall. Fand ich es ganz schön krass. Am Anfang dachte ich noch so, ach, Kevin, guter Typ, dass er sagt, nee, Lilly, ich mach sowas nicht. Ja, und dann doch. Und dann doch. Und
Stell dir mal vor, du wirst beim Sex gehört die ganze Zeit. So, so grauenhaft. Diese Vorstellung. Also ich meine, für die, die gerade Sex haben, ja, finde ich es weniger schlimm. Echt? Ja, denke ich mir, scheißegal. Gut, wenn du so dumm bist als mein Ex-Freund, dann meinst du, musst irgendwie hier hinter der Küche dich verstecken. Aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl. Es ist komisch, aber ich stelle es mir viel schlimmer für Kevin und Lilly vor. Du bist hardcore verliebt noch in den jeweils anderen. Ja. Und dann musst du dir zuhören, wie der andere sich mit jemand anderen vergnügt. Das ist ekelhaft. Das ist schon krass, das stimmt natürlich. Aber ich finde es erstaunlich, weil wie du sagst, mit Kevin, der erst gesagt hat, nee, das sabotieren wir nicht, und dann doch, hat Lilly ja irgendwie genau den anderen Entwicklung gemacht. Die schlägt Leo. Die vermöbelt die. Das war wirklich krass. So, boah, Furie, das was war ein ist richtiger los? Lea-Move von ja. früher zumindest. Also sie ist richtig durchgedreht. Und sagt dann aber am Ende so, ach, ich weiß gar nicht, ob wir das doch durchziehen sollen. Ja, weil Lilly ja auch per se kein schlechter Mensch ist. Naja, aber sie ist ja schon sehr ausgerastet. Ja, ja, ich will das nicht entschuldigen, aber ich meine, deswegen ist sie danach dann so, wer weiß, ob wir das durchziehen sollen. Ihre Strategie ist ja auch, Nico einen Brief zu schreiben und zu sagen, es tut mir leid, ich liebe dich noch. Also ich fand die zusammen beim Tanzen auch richtig gut. Ja, ich auch, aber funktioniert das, sich da wieder ins Leben reinzuzecken, um dann dem anderen davon sich zu überzeugen? Bei Lilly und Nico ist zu viel passiert. Ich glaube, der war schon vorher gar nicht so richtig verliebt in sie. Glaube ich auch nicht. Ich hatte nie den Eindruck, er ist so richtig in Love. Also aber bei Kevin und Leo sehe ich nochmal eben Potenzial. Ja, da sehe ich auch Potenzial. Und ich muss wirklich sagen, Nico ist mir die Woche so persönlich unsympathisch geworden durch dieses rüpelhafte Verhalten. Rüpelhaft? Ja, süß, ne? Habe ich auch gerade gesagt. Das klingt irgendwie nett. Ja, das klingt irgendwie süß, ja. Rüpelhaft. Was ich richtig süß fand, war, wie Paco und Olli den Kevin ablenken wollten und mit ihm ins Spa sind. Wusstest du, dass es Brazilian Waxing für Männer gibt? Also ich habe das nie hinterfragt, natürlich, oder? Also ganz witz, also keine Ahnung. Also klar, muss es ja. Nee, also ich wusste nicht, dass es auch auf männlicher Seite ein Trend ist. Also, dass es ein Trend ist, hätte ich jetzt. Oder dass es das gibt. Ich dachte, das gibt, wusste ich schon. Nee, wusste ich nicht. Doch, doch. Ich finde ja auch immer, ich sag ja auch immer, Leute, ey, jede, also die Behaarung, ne, hat ja jeder einen anderen Geschmack. Manche Mädels stehen bei Männern total auf Brustbehaarung und was weiß ich. Aber wer steht auf Haare am Po? Ihr dürft euch jetzt anonym outen, ich werde keinen Namen verraten. Aber unter anderem da kann man sich die ruhig mal wegmachen lassen. Bei Poppy oder? Mögen wir sie. Außer bei Poppy natürlich. Bei Poppy mögen wir das überall ist ja auch Haare. Ein Hund. Ja. Aber ich meinte jetzt explizit beim männlichen Geschlecht. Ja, gut, in dem oder Fall. Auch am Rücken oder so. Genau. Also gibt es vielleicht auch Leute, die das gut finden. Ich bin sehr froh, dass es Brazilian Waxing gibt für Männer. Ich fand nur sehr lustig, wie sie sich dann so angestellt. So, nee, das wollen wir dann doch nicht. Nee, das geht jetzt zu weit. Danke, tschüss. Ja, klar, aber ja. Naja, das ist es doch. Ich glaube, ich sag's ja immer, Jungs und Männer sind manchmal richtige Mimosen. Die wissen gar nicht, was wir alles durchmachen. Ja, das glaube ich mit auch. Mit Enthaaren und Waxing und Periode. Kennst du diesen Test? Da haben die Männer mal so einen Simulator an den Bauch gemacht. Für Geburt? Der so auch und auch Periodenschmerzen. Ja, kriegen die eine gar Geburt nicht. Geburt habe ich jetzt selbst noch nicht erlebt, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber zu so Periodenkrämpfen, und die sind ja, haben geschrien und geheult und haben gesagt, mach das ab, und die Frauen haben das auch rangekriegt und haben gesagt, das ist normal. So, ja. Ja, also ich finde auch manchmal, Männer sind solche kleinen Zimperlischen. Das ist, was ich meine. Das erlebe ich auch in meinem Umfeld sehr häufig. Ja. Aber das ist ja auch okay. Wir sind ja heutzutage alle gleich sensibel. Und alle gleich hart. Total. Genau. Naja, auf jeden Fall fand ich das, also ich fand diesen Plan von Kevin und Lilly mit diesem zusammen tanzen und mit dem Dekorieren total dämlich. Ich glaube, ich weiß, was ich gemacht hätte. Sich von selbst. Ich hätte so getan, als wäre ich zusammen mit der anderen, als würde ich mich in die verlieben. Oder als würde sich Kevin in Lilly verlieben. Ja. Könnte auch ein Plan sein. Sowas hätte ich gemacht. Oder ich wäre so richtig eiskalt gewesen. Ich hätte da rumgehangen, hätte mich von meiner besten Seite gezeigt, so die witzige, charmante Benita, so, ja, guck mal, wie hübsch ich heute aussehe. Und hätte die andere Person gar nicht mehr so beachtet. Und dann hätte die nur sehen sollen, was sie verloren hat. So. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Da wäre ich auch bei. Ja. Tja. Naja, wir werden sehen. Geben wir Tipps ab? Orakel, sag doch mal was. Ja, lass uns lieber nachher erstmal Sophie fragen. Okay, gut. Dann, zu wem wollen wir weitergehen? Zum Dating-Drama um Jan?
Ja, oh Gott, das war krass, ne? Es hat mir leid getan. Ja, also mir hat, das war wirklich eine unangenehme Situation, weil, also, Jan, ich mag die Rolle total gerne. So, das wissen wir alle. Wir wissen auch, manchmal ist er ein bisschen streng Und oder ein so ein bisschen so Grießkram. Griesgram, Ja. so ein Grumpy Boy. Ja. So, jetzt bin ich aber auch der Meinung, also wie Ben, man schreibt vielleicht nicht alles Negative direkt in so eine Bio von einer Dating-App rein, aber man sollte schon ehrlich sein. Weißt du, was ich meine? Also, du kannst jetzt nicht reinschreiben, ich bin ein fröhlicher, offener, selbstbewusster, lebenslustiger Mensch. Wenn Und du dann mega kommst du an, bist pessimistisch bist. schüchtern, Ja, klar. irgendwie ein bisschen pessimistisch und was weiß ich. Das ist ja blöd. Aber wenn du da so reinschreibst, ich habe das halt verstanden, dass sie dann so gemeint hat, ich dachte, das ist ein Witz, Ja. wenn ihr da so schreibt. Ja, Es war ein bisschen meistens, viel. Also es es war war ein so bisschen viel, dass man viel. sich dachte so, ha, ich glaube, es muss ein Spaß Aber sein. nicht, weil unbedingt nur negative Sachen da standen, weil ich glaube, es liegt auch einfach daran, du, also ich zum Beispiel. Und ich glaube, viele Frauen bevorzugen das ja, wenn ein Mann selbstbewusst ist. Und wenn du dann so viel Negatives über dich schreibst, kommt es rüber, als würdest du dich nicht mögen oder als würdest du an dir selbst zweifeln. Ja. Und das ist nicht, halt nicht so sexy. Und ich glaube eher, dass das dann das Problem ist. Ja. Ja, das kann durchaus sein. Und wiederum, ich finde schon auch, wenn jemand in seinem Dating-Profil schon so negativ ist, dann hätte ich die Sorge, dass derjenige grundsätzlich negativ ist. Und ich möchte irgendwie schon einen Partner finden, mit dem es irgendwie auch lustig, entspannt und leicht sein kann. Und nicht nur Den du so. ja hast. Richtigen Sonnenschein. Was willst du mir damit sagen? Nee, das ist schon witzig. Ich sag nicht. Das ist Benita. schon witzig. Wirklich, ich finde ihn wirklich witzig. Benita, wir müssen noch mal sprechen. Ich hab's nur gerade. Ich hätte ihn einfach nicht gedacht, dass das deine Kriterien sind. Naja. Also ich möchte nur sagen, als ich mit meinem Freund das erste Date hatte, das fand ich sehr entspannt, weil, also wie Ja. gesagt, ihr kennt mich jetzt ja mittlerweile auch so ein bisschen und wie gesagt, ja, ich spiele Golf und ja, irgendwie Ja. also wer auch immer diesen Podcast diese Woche schneidet, bitte schneidet Benita raus. Na, jedenfalls sozusagen, also ich, keine Ahnung, also ich bin halt so, wie ich bin. Und das Date fand ich aber ganz spannend, weil wir Ja. hatten ausgemacht, sozusagen, okay, das war sehr spontan. Wir haben gesagt, komm, wir treffen uns jetzt einfach und jeder ist, wie er gerade ist. Also wir machen uns jetzt nicht kurz fertig, sondern wir treffen uns einfach so. Das ist schon cool, Und ja. das fand ich tatsächlich, und das schätze ich auch sehr, sehr entspannt. Also tatsächlich, ich glaube, ich bin durch ihn sehr viel entspannter geworden, als ich davor war. Und ja, er ist anders als ich. Ich kenne dich nur entspannt. Ja? Ja, entspannt, nee, also ich Nee, meine, ich weiß schon, was du meinst. Ich finde es ja. auch schön. Ich finde auch, man sieht das ja. Ich meine, ihr tut euch ja auch Ich gut. hätte davor nie eine Leggings nur angezogen. Ja, Ja, richtig. jetzt Genau. schon. Ja, stimmt. Das ist ein gutes Beispiel. Früher habe ich dich immer nur in Jeans gesehen. Ich dachte, es liegt daran, dass wir uns jetzt inzwischen besser kennen. Naja. Ich habe immer noch übrigens meine Podcast-Hose an, Leute. Ja. Na, wie viel an zwei? Ich habe sie vermisst. Ja, jetzt ist wieder Winter. Naja, weg von meinen und Annikas Hosen. Auf jeden Fall, ja, mir hat Jan richtig leid getan, weil dann hat er durch Beates Ding auch noch diese, dann noch Nachrichten bekommen und so. Stell mal vor, wie blöd du dich fühlst. Ja, und Und der ist ja nicht unattraktiv. Ich finde, Christoph ist ja kein unattraktiver Mann. Deswegen hat mich das so richtig, fand ich es richtig traurig, auch wenn ich wusste, es ist ja nicht echt. ja, und vor allem voll fies, also oder krass dann auch, weil er dann wirklich, er war getroffen und dann geht er wirklich zu Ben und macht ihm so richtig die krasse Ansage. Und es war wirklich sehr heftig, was er Ja. gesagt hat. Ja, wirklich. Das war wirklich krass. Und da muss ich auch mal sagen, im Streit so Sachen zu sagen, die so unter die Gürtellinie Ja. gehen und so verletzend zu sein und einfach nur Sachen zu sagen, weil man verletzt ist, Ja. finde ich sehr schwierig. Ja, ich finde, das geht, um ehrlich zu sein. Ich finde, man kann verletzt sein, wie man will, Ja. aber ich sag mal, wenn ich mit meinem Partner und meiner einer Ja. Freundin Ja. oder Freund streite, dann muss ich immer noch irgendwie ein gewisses Maß irgendwie oder mich so im Griff haben, dass ich sage, okay, ich kann demjenigen schon mitteilen, dass ich richtig sauer bin, aber ich sage jetzt nicht die schlimmsten Schimpfwörter, die mir Ja, gerade einfallen. auch da, Contenance ist key. Ja. Ich finde das wirklich auch, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand im Streit so bösartig Ja. wird. Da muss ich dann So auch sagen, das ist dann so herablassend. ein Moment, ja, und dann so lacht oder Ja. so, dich auslacht. Da ziehe ich mich dann auch richtig zurück, weil damit gehe ich, da bin ich dann auch so, nö, damit gehe ich jetzt nicht um, damit beschäftige ich mich Ja. jetzt nicht. Wenn jemand so zu mir wird, dann streite ich mich mit dieser Person nicht. Das musste ich hart lernen. Früher habe ich immer diskutiert ohne Ende. Aber da bin ich dann auch so, dass ich sage, nee, ich gehe dann einfach weg. Wenn jemand so mit mir redet, dann wäre ich an Bens Stelle, hätte ich mich umgedreht, wäre einfach gegangen.
Aber zum Glück haben sie es ja hinbekommen. Also sozusagen typische Männer, ne? Na, so. Ja, sie haben also, es hat sich ja dann aufgeklärt. Und ich glaube, natürlich war so ein Jan auch sicherlich persönlich getroffen. Beim Ben irgendwie stehen die Frauen Schlange und eine schöner als die andere und irgendwie läuft bei ihm irgendwie, wenn er ehrlich ist, nicht. Und wenn er unehrlich ist, so kommen sie dann plötzlich an. Es ist halt irgendwie, es ist halt, und ich glaube auch diese Tinder-Geschichte, ich meine, das ist ja, hat man ja schon öfters gehört, so ein bisschen. Oder warum verschönern oder schönen oder lügen denn so viele Leute in ihren Profilen? Weil es natürlich schöner ist, wenn du den Bikini-Buddy hast, irgendwie sagst, dass du total erfolgreich, total toll und was weiß ich was bist. Es ist ja ein bisschen auch sozusagen die Schokoladeseite von sich nur zeigen und alles andere lässt man erstmal so ja. beiseite. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es halt am Ende nur, das kannst du eigentlich nur machen, wenn du keine Intention hast, dich jemals zu treffen. Wenn du nur so schreiben willst. Ja, natürlich, klar. Dann, klar. Okay, go for it, wegen mir ist auch nicht fair der anderen Person gegenüber, aber ansonsten bringt es halt einfach nichts. Wenn du wirklich jemanden kennenlernen willst, wie Jan ja sagt, er hat dieses Wilde hinter sich, dann musst du ehrlich sein. Das ist wie diese Lügerei mit der Größe. Aber immerhin, ja, genau. Wie meine Körpergröße übrigens. Ja. Ja, was denn sonst? Ja, aber... Also Benita hat heute irgendwie, also ich weiß nicht, was mit Benita heute los. Also die hat hier Kaffee gerade getrunken, aber das war der gleiche Kaffee wie immer. Also keine Ahnung, Kaffee mit Hafermilch, nichts sonst. Ich weiß nicht, was mit ihr heute los ist. Naja, aber immerhin haben sie sich wieder vertragen und Jan war ja auch sehr einsichtig. Und das wiederum fand ich sehr stark, zu sagen, hey, da hat der Neid aus mir gesprochen, ja. Muss ich auch ehrlich zugeben und so. Dann hinzugehen und zu sagen, ja, okay, ich habe wirklich Scheiße gemacht, es tut mir leid. Und dann auch noch zuzugeben, ja, es war vielleicht auch Neid und so. Das ist ja auch nicht besonders leicht. Und das fand ich dann wiederum sehr gut, weil jeder kann mal Fehler machen, aber dann stehe halt auch dazu. Ja, und ich finde es dann groß, wenn man das wirklich hinter sich lassen kann. Weil, also, genau. Ehrlich gesagt, ich bin, glaube ich, auch nachtragend. Mir fällt es schwer, wenn sowas passiert. Jetzt lacht Benita schon wieder. Ich weiß wirklich nicht, was mit ihr heute los ist. Ich erzähle jetzt nichts mehr. Also ich. Oh. Entschuldigung. Benita hat heute Lachpillen vor diesem Podcast genommen. Du bist einfach witzig. Warum bin ich witzig? Weil du so gesagt hast, ja, ich bin schon ein bisschen nachtragend. Okay, erzähl weiter. Ich bewundere das, wenn Leute das nicht sind und auch so tatsächlich dann das so, wenn es einmal geklärt ist, auch wirklich sagen können, okay, vergessen, aus den Augen, aus dem Sinn, vergeben und vergessen und nie wieder drüber gesprochen. Das ist wirklich Größe, ne? Das ist Größe, aber irgendwie, manchmal denke ich mir auch, ich finde es unehrlich. Weil du dir das nicht vorstellen kannst, Ja, weil ich mir nicht vorstellen kann. So geht's, also ich weiß schon, was du meinst, ja. Also ich bin tatsächlich jetzt nicht besonders nachtragend. Ich bin schon jemand, der sagt schnell, ach du, ist alles wieder gut, weil ich das auch sehr, also weil ich sehr, sehr harmoniebedürftig bin und am liebsten immer will, dass alle mich lieb haben und ich alle lieb habe. Aber so richtig gleich vergessen kann ich es dann halt auch nicht. Also, weißt du, wenn du dich mit jemandem streitest oder mit jemandem eine negative Meinung hast, so dann, das dauert dann halt einfach ein bisschen, bis das wieder dann wirklich so ist, dass ich sage, boah, ich denke da wirklich gar nicht mehr dran. Na gut, aber dann sind wir nicht weit voneinander entfernt, weil tatsächlich, ich sage auch sehr schnell nein, das passt schon und alles gut. Genau. Ich meine es nur meistens dann erstmal nicht so. Ja. So, ja, genau. Ich würde es dann immer gern so meinen, ja, ich so, auch, aber mir fällt es dann doch schwer, das zu vergessen. Ja. Genau. Naja. Was ist, ich verstehe es nicht, vielleicht kannst du mir dazu was sagen. Timo und Jill. Ja. Was ist denn das jetzt? Ist er jetzt ihr neuer Deutschlehrer? Was ist der überhaupt von ihr? Und irgendwie, wer will hier was von wem und wer irgendwie doch nicht von ihr? Der will nichts von ihr, oder? Ich weiß es nicht. Aber warum will er denn die ganze Zeit mit ihr so abhängen und ihr helfen und alles? Also ich meine, ist der einfach nur ein unglaublich netter Mensch und irgendwie, wir glauben nicht mehr, dass es sowas gibt. Ich frage mich auch, was ist es mit den beiden? Sie findet ihn ja offensichtlich total toll und immer toller. Weil er halt echt auch nett ist und irgendwie, also auch mit dieser Lese-Rechtschreibschwäche und allen möglichen, dass er da das sofort checkt und dann auf sie eingeht und sie nicht bloßstellt. Voll gut. Aber ich weiß auch nicht, was das ist. Super strange, da blicke ich wirklich nicht durch. Ja, aber das scheint gerade sich in Köln ja durchzuziehen, dass es da Pärchen gibt, wo man nicht so ganz durchblickt oder die auch nicht intern durchblicken. Was ist das hier eigentlich? Das stimmt. Was hältst du von solchen Aufnahmeritualen? Ich kenne das sonst nur aus so amerikanischen Filmstudentenverbindungen. Ja.
die dann so ein Schwein schlachten müssen. Oder so. Ja, würde ich sagen, du kannst mich mal. Also tatsächlich bei meinem Freund an der Uni, die haben auch sowas. Mhm. So eine Aufnahme. Ja, Männer. Das sind mehr Männer. Ja, da sind auch Frauen, wir doch... aber viel mehr Männer, ja. Und ja, und die, da haben die auch so, also weißt du, sowas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht lustig finden würde. Also sagen wir mal, du würdest jetzt in meine Gang wollen. Ich würde sagen, es ist eine Aufnahmeprüfung. Dann keine Ahnung, also ich weiß nicht, was ich mir da überlegen würde, weil ich würde sowas nie machen, aber es wäre auf jeden Fall nicht, wie mein Freund, eklige Sachen zusammenschütten, so Wurstwasser mit Tequila und was weiß ich. Das muss man und dann müssen die es trinken. An jeder Treppenstufe steht ein verschiedenes Getränk oder so und dann müssen die jedes Mal eine Stufe hochlaufen, das trinken, nächste Stufe wieder trinken und das sind verschiedene Sachen. Also du trinkst am Ende extrem viel verschiedenen Alkohol und wenn du es ganz hoch die Treppe schaffst, dann hast du ja gewonnen, keine Ahnung. Weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. Das wurde jetzt eh abgesagt wegen Pandemie, aber... Also ich finde sowas, also genau deswegen... Aber ich finde das so dämlich. Ich finde das gar nicht lustig, zuzugucken, wie Leute eklige Sachen trinken oder essen und dann sich übergeben. Ich finde es auch nicht lustig und eben, und dann denke ich mir so, ja, ja und dann? Also und vor allen Dingen, und wenn ich es nicht mache, dann bin ich uncool und dann, was ist dann? Dann redest du nicht mehr mit mir? Das ist so gar nicht mein, muss ich sagen, das ist auch überhaupt nicht mein Humor, sich am Leid von anderen zu ergötzen. Nein, auch gar nicht. Finde ich auch gar nicht für. Kennst du noch solche Shows wie so Ups, die Pannenshow oder so? Ja, finde ich total. Das fand ich nicht lustig. Nein, oder auch so, es gibt auch Leute, die können sich total drüber totlachen, wenn sie irgendwie sehen, wie irgendwie kleine Kinder mit ihrem Roller irgendeinen Abhang runterstürzen. Ich finde aber so, ja, auch so, oh mein Gott, so voll schlimm oder so Reitunfälle oder was ist das? Wo ich mir denke so, bitte? Ich finde das null lustig, ich finde es echt nur schlimm und genau. Also. Ja, das meine ich ja. Und ich meine, ich kann es schon verstehen, dass man mal irgendwie lacht, wenn jemand auf den Po fällt oder so. Ja, okay, das ist was anderes. Aber keine Ahnung, eben so Sachen, auch wenn du dann siehst, wie die Leute sich irgendwie betrinken und so, da jetzt, ne, wenn die da so Sachen essen müssen, die eklig sind und müssen da saufen, ich weiß nicht. Das ist einfach überhaupt nicht mein Humor. Und vor allem, ich finde es ja immer schwierig, wenn man etwas dafür tun muss, um irgendwo aufgenommen zu werden. Ja. Es ist ja nicht ein Job, sondern es ist eine Gemeinschaft und da solltest du dich deine Persönlichkeit bestechen und reinkommen. Wir sind zu nette, gute Menschen. Oh, wir sind richtig langweilig. Ah, ne? Wir sind voll langweilig, ja. Vielleicht nehmen wir auch einfach nur langweilig. Vielleicht. Vielleicht, ja. Da bin ich lieber langweilig. Naja. Sag mir mal kurz sozusagen eine andere, also ich hab auch eine Frage an dich. Also ich meine, wir haben diese Woche einen George, der Maike seine Liebe gesteht, was ich total süß finde und auch richtig gut. Sie kriegt es irgendwie nicht hin, sagt, nein, das wird nichts, weil ich muss jetzt für Lisa da sein, was ich irgendwie so ein bisschen... Gar nicht verstehe. Nein, also, ach, Maike, ganz ehrlich, also jetzt wirklich, also ich verstehe, dass das Thema für dich wichtig ist, aber du tust niemandem Gefallen mit dem, was du gerade machst. Und jetzt komme ich aber zu der Frage... Aber ganz ehrlich, und dann zu Lea gleich wieder? Ja gut. Why though? Also erstens, was hat das eine mit dem anderen zu tun, Maike? Ja? Also was hat George mit Lisa zu tun? Finde ich absolut gar nichts. Lisa hat ja selber ein Leben. Also die ist ja dann genauso eine Helikoptermutter, wenn sie ihr ganzes Leben aufgibt. Total. Also wenn sie sagt, ich kann nichts mehr machen. Nur noch sich auf Lisa zu konzentrieren. What the hell? Die ist 20. Das will ja kein Nein. Kind. So, genau. Vor allem nicht mit 20. 19 ist sie geworden, ja. Und zweitens, direkt zu Lea finde ich okay. Sie hat ihn wirklich explizit gekorbt. Ja, aber er weiß ja selbst, dass es irgendwie blöd ist, was er da macht. Ja, aber warum soll er sich denn noch Rücksicht auf sie nehmen? Weil er eigentlich, weil er es doch auch weiß, dass sie eigentlich Gefühle hat. Jetzt hab ich Schluck auf. Oh Gott. Ja, Benita, Schluck auf ist, wenn man lügt, habe ich mal gehört. Oder jemand anderen denkt. Es gibt beide Versionen. Du kannst es dir aussuchen. Ich nehme das zweite. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, wirklich? Ja. Naja, okay. Also ich finde es nicht, dass er da irgendwie noch, da irgendwelche Aktien noch drin hat. Ich finde, der kann jetzt sein Leben leben und machen, was er will. Und wenn er mit ihrer Schwester schläft. Oh Gott, also das, nee, weil warum geht er denn am nächsten Tag hin und sagt, ey, Maike, ich wollte nur mit dir reden, ich wollte dir nur sagen, mit Lea, das ist nichts Ernstes und so. Der weiß doch, dass Ja, ja, aber dann kann er es ja trotzdem machen. Ja, aber vielleicht ist es jetzt diese sozusagen, wir hatten ja vorhin bei Kevin und Leo, hattest du ja auch vorgeschlagen, dass man eher so tut und macht, ja, okay, mach ich halt mein Leben und vielleicht funktioniert das. Ja, vielleicht macht er auch das. Könnte er auch machen, muss er aber nicht, das ist, was ich meine. Ja. Sammy bleibt in Hamburg? Ja, bitte. Also, weil es dir da so gut gefällt bei ihrer Mutter? Das hat mich sehr geärgert. Es hat mich sehr geärgert und sehr erstaunlich. Ja. Und
Außerdem, ich fand, Lea hat eigentlich gut reagiert, als sie das Geheimnis erfahren hat. So verständnisvoll. Weil sie war ja, sie hat es erstens ihm gesagt. Ja, sie hat es ihm gesagt. Sie hat gesagt, sie hat nicht voll Böses damit gemacht. Nee, gar nicht. Sondern sie meinte so, ja, ich behalte es für mich. Ja, und sie hat auch gesagt, es tut mir voll leid. Und oh Gott, so ein krasses Geheimnis. Die Arme musste das für sich behalten. Oh, da hat sie ganz anders reagiert, als wir sie unterstellt genau, haben. Das stimmt. Ja. Die wird richtig vernünftig. Aber können wir noch mal über Leas Kleider reden? Ja, immer geil. Oh, die sind so schön, immer diese Kleider. Glitzy, glitzy. Diese Paillettenkleider, tausenderlei Art, die sind so voll schön. Voll deins, ne? Ich sehe die auch immer an dir. Oh, die sind so schön. Vor allem schön. Das Blaue von letztens. So cool, schön. Ja, ich weiß. Oh. Ja. Naja, aber sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Weil ich fand das von Maike vollends unverständlich, was George damit zu tun hat, dass sie, also mit Lisa, dass sie abgelenkt ist oder so. Du kannst doch nicht 100% der Zeit auf einen Menschen fokussiert sein. Ja, das ist krank. Das ist nicht gesund. Auch nicht für eine Mutter-Tochter-Beziehung. Nein, und vor allem, sie will sie jetzt ja noch nicht mal sagen. Ja, und vor allem hat die zwei so Helikoptermütter. Stell dir mal vor, wie furchtbar das ist. Naja. Gut, aber dann, okay, Maike. Dann lass uns zu Lisa gehen. Genau. Lisa ist ja auch an einem Gefühlschaos. Sag mal, haben sich da zwei richtig geküsst? So richtig, nicht mit Kameraeinstellung? Das sah für mich aus wie ein richtiger Kuss. Echt? Ja. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ich bin schon so geeicht, dass ich mir denke, ach, das ist alles nicht so echt. Ja, ich glaube, die dürfen wieder knutschen vielleicht, weiß Wirklich? Ich nicht. Sah für mich so aus. Aha. Aber ja, Hannes und Lisa sind gestrandet, haben gepinguint und haben sich dann geküsst. Naja, vor allen Dingen Lisa hat da auch sozusagen sehr initiativ mitgemacht. Sehr großen Part dabei. Ja. Und hat sich aber danach so schlecht gefühlt. Ja, und voll, es kam ja fast zum, also ich finde, da habe ich so ein bisschen drüber gedacht, naja, stell dir mal vor, jemand, dein Freund erzählt dir, oh, sorry, ich habe eine andere geküsst, dann finde ich, dann würde ich mir nicht das darunter vorstellen. Also, weil das war ja für mich mehr als ein Kuss. Ja, die haben schon hart rumgemacht. Das war fast kurz vor Sex. Ja, das stimmt. Also, das finde ich schon was anderes. Kurz vor Sex. Na, ist doch so. Irgendwie eine Uhrzeit. Oh Gott, was ist denn los mit mir heute? Ich weiß es auch nicht. Naja, aber ja, also das, und ich fand auch wieder, man hat halt diese Woche genauso gemerkt, dass Hannes eigentlich nicht auf Dasha steht. Naja, hat er ja auch Wie man das gesagt, auch gemerkt ja. hat, dass Nico nie auf Lilly stand, so richtig. Ja. Also diese Chemistry hat einfach gefehlt. Hat es Lisa auch gesagt, auch davor mit dem Vater vorstellen und so, da wäre ich übrigens richtig sauer gewesen. Ja klar, natürlich. Du triffst die Eltern auf der Straße und er sagt, hier, stellt sie nicht vor. Das sind zwei Kommilitonen. Boah. Danke. Boah. Da wäre ich richtig sauer. Ja, und ich wünsche mir, also lieber Hannes, ich stelle hiermit einen Wunsch. Ich möchte gerne, dass du nächste Woche ehrlich bist. Und ja. Ich möchte, dass du zu Dasha direkt hingehst und sagst, Dasha, ich kann und möchte mit dir nicht mehr weiter zusammen Vielleicht, sein. Weil sie jetzt beide so ein Geheimnis haben. Dasha weiß, dass Maike Lisas Mutter ist. Ja. Oh mein Gott, das könnte hochgehen. Weil wenn Dasha erfährt, dass Lisa was mit Hannes hatte. Dann sag ich dir Maike was, ist deine Mutter. Mutter, das will dir hier keiner sagen. Aber ich weiß es seit zwei Monaten, du Oder Arsch. Andersrum. Oder Lisa erfährt, dass Dasha das wusste mit Maike und sagt dann, boah, du hast mir das nicht erzählt, du bist meine beste Freundin, ich habe dir vertraut und übrigens, jetzt ist mir auch egal, ich bin jetzt mit deinem Würdest, zusammen. Nein, das würde ich Lisa nicht zutrauen, das würde sie nicht machen. Also ich glaube auch, dass es andere realistisch ist, aber es könnte so rauskommen, meine ich. Ja, das könnte sein. Oh, das wäre aber schlimm, weil das dann, schlimm, ja. Das ist für die Freundschaft wäre, glaube ich, die zwei, wow. Die sind ja so eng befreundet, aber ich verstehe es einfach nicht, warum man das einfach nicht seiner besten Freundin sagt. Und deswegen habe ich mal meine beste Freundin gefragt. Ja. Und habe ihr das geschildert, die Situation, und habe dann gesagt, ja, weißt du, ich würde dir das sagen, wenn ich auf den gleichen Typen stehe oder wenn, ne, wenn da irgendwie, wenn der mich anmachen würde, vor allem auch. Ja. Also wenn er auf mich zukommen würde, weil ich würde das ja, also ich würde dich ja nicht anlügen wollen und ich würde auch, dass du mir das, also ich würde auch wollen, dass du mir das sagst, weil sonst hätte ich das Gefühl, du hast mich angelogen. Mhm. Und dann meinte ich, aber das ist doch ganz klar. Und dann sagt sie, nee, sie würde es mir wahrscheinlich nicht sagen, wenn sie auf den gleichen Typen stünde, sondern sie würde ihn mir überlassen und sich für mich freuen. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn der halt auch auf dich steht, ja. Dann ist das halt schon ein Problem. Und dann? Ja, weiß nicht, weiter sind wir nicht gekommen. Ich glaube, da haben wir gegessen. Genau, weil das ist ja das Problem. Ich meine, ich sag mal, wenn du nur auf den Freund deiner Freundin stehst, würde ich es auch für mich behalten. Wenn der auch auf mich steht, würde ich sagen. Weil es tut niemandem Gefallen. Ja. Wiederum, aber ach, ich bin da ganz, ich weiß nicht, dass die Leute noch schlechter von mir denken. Aber dann denke ich mir so, oh,
Man sagt ja Bro before Ho, aber. Oh Gott, okay. Also, ich erzähle heute nichts mehr, weil Venita irgendwie. Ja, aber du hast ja recht, sagt man ja. Ja, warum lachst du dann? Ja, erzähl weiter. Na, weil ich Ja. mich tatsächlich. Also, Ja. wenn das jetzt in diesem Szenario Dreieck so wäre, dann würde ich, glaube ich, trotzdem mit dem Typen zusammenkommen wollen. Ja, das ist klar. Ich glaube. Ja, gut, aber das ist dann nicht mehr Bro before Ja, nee, aber Ho. ich glaube, man wird sich dann schon innerlich denken: so, boah, wir zwei, was ist, wenn er die Liebe meines Lebens ist und der Vater meiner Kinder und der Mann, mit dem ich bis zum Lebensende zusammen bin. Weißt, das redet man sich dann ja ein. Ja, genau. Und was Da machst du dann kann mit er deiner gar nichts besten dafür. Freundin? Ja, Die hat da. dann Pech gehabt. Ja, nee, aber eine beste Freundin. Also, ich würde Die sagen, würde mir das dann auch die würde einem gönnen. das doch dann gönnen, oder? Nein. Also, wenn du es rechtzeitig sagst. Ganz klar, wenn du es Was heißt denn noch rechtzeitig sagst. Also, rechtzeitig? ja, jetzt nicht mehr. Aber wenn du es davor, ganz am Anfang, als du gemerkt hast, es ist der gleiche Typ, wenn du da direkt gesagt hast, boah, ich finde den richtig gut. Ja, okay, dann Und wärst du dann, rechtzeitig gewesen, ja. hättest du ihr gesagt, boah, und übrigens, er findet mich anscheinend auch richtig gut. Ja. Dann hätte doch die beste Freundin gesagt, ja, ich finde ihn auch richtig gut, aber egal, nimm ihn. Und Da dann gebe wäre ich das dir alles nicht recht. passiert. Ja, jetzt ist aber zu spät. Das ist richtig. Aber Ja. er sagt, er macht eine Liebeserklärung. Ja, sehr süß. Und ich finde den irgendwie, ich finde den cute. Ich finde den wirklich, ich Ja. weiß auch nicht, ich finde den irgendwie Not cute. my type. Ja? Oh well, schon. Ich finde den ganz, ganz, doch, ich finde den ganz cute. Ich brauche ja einen neuen Boy, nachdem Ja, ich Oscar-Baby nach weiß. Spanien ausgewandert ist, brauche ich Ja. jetzt irgendwie einen neuen Boy bei K50. Ha, okay. Ja, Eine. unsere Sexvögel noch, hm? Wollte gerade sagen, die Sexvögel noch, ehrlich gesagt, ist aber eine sehr kurze Geschichte. Irgendwie erst dachte ich, was ist mit Jule los? Erst fand ich, ja, nee, ich habe das gleich gedacht. Nee, ich habe mir Ich gedacht, habe ich das so. sofort so gedacht, wie es war. Ich habe mir kurzzeitig gedacht, sie bescheißt ihn Nee, vielleicht. nee. Doch, weil Ich sie dachte doch erst, es ist letztens. vielleicht ein Rollenspiel und der tut nur so, als. Sie hat zuletzt. Ja, daran Ja. habe ich auch gedacht. Ja. Und dann aber, da ich dachte, die hat zuletzt lauter komische Sachen gemacht, die ich ihr nicht zugetraut hätte. Vielleicht plötzlich jetzt so eine Bad Bitch-Seite, aber dann ja doch nicht. Es war ja nur sexy Pics für Marc. Würdest du machen? Nee, und vor allem nicht in meinem Hostel Sehr auf dem unprofessionell. Balkon. Es war so Sehr unprofessionell. unprofessionell. Ich glaube, auch mein Freund wird sich darüber überhaupt nicht freuen. Ich finde das auch Der ganz. sieht es ja ständig. Ja, finde ich jetzt auch nicht so Also dolle. der sexy Pics, weiß nicht, Nee. ob der jetzt da so begeistert von wäre. Wahrscheinlich sagen, okay, alles klar, danke. Ja. Was soll er damit machen? Sich ins Bad In hängen? Spind hängen. Naja, also nee, ich fand es. Und dann wurde denen das Auto geklaut. Richtig dämlich, weil sie mal wieder irgendwo Sex hatten. Also jetzt reicht's doch Ja, aber mal. jetzt mal nur mal so, also Auto klauen, also Es war doch ein Porsche, oder? das ist ein Porsche, ja. Ja. Aber ich meine, also nur weil du das Auto hast, gehört dir das ja nicht. Also du brauchst ja irgendwie Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief. Also, Ja, ja. deswegen denke ich mir so, ja, dann hol halt die Polizei und sag, dass es geklaut Das ist. haben sie ja gemacht, aber trotzdem, ich fand es einfach so krass, dass denen das Auto geklaut wurde, weil sie mal wieder irgendwo, ich meine, die sind verheiratet, for God's Ja, sake. von Schlüssel So, stecken und lassen. dann lässt du, kannst du Also. nicht mal warten und den Schlüssel mitnehmen, weil Ja. du so, also ich meine, es ist ja schön für die beiden, aber die haben nur Probleme durch ihren Sex. Jan Verling, also ich finde es tatsächlich mittlerweile fast irgendwie nymphomanisch krankhaft oder was weiß ich auch immer. Ich weiß nicht, ob das beim gleichen Ja. Partner auch Nymphomanie genannt wird, aber irgendwie so, also das ist ja, was denn da los? Habt euch mal wieder im Griff. Ja. Ja, und mit der Versicherung ist halt ärgerlich, aber ja, weiß nicht, wird sich schon irgendwie finden. Also, ja, mehr weiß ich, kann ich jetzt auch nicht sagen. Naja. Dann kommen wir mal zu unseren Kategorien, oder? Ja. Das Zitat der Woche. Wer hat's gesagt? Hast du ein Zitat für mich? Ich habe irgendwie eine Beziehungsphobie. Oh. Jetzt lacht Annika. Ja, weil ich mir schon wieder denke, ach nee, weiß ich doch nicht. Ich habe irgendwie eine Beziehungsphobie. Keine Ahnung. Das könnte gesagt haben, George? Ja. Ja. Das hast du aber geraten, Ah, ne? das habe ich gewusst. Fängt auch mit G an. Ja, schön, wusste ich doch. Ja, voll gut. Ja, super. Dann mein Zitat. Ich will subtil bleiben.
Jan? Nein. Beate? Nein. Entschuldigung. Ach so, Kevin oder Lilly? Nein. Nein, weiß ich nicht. Okay, es gab doch diese Szene, wo Dasha mit diesem Arsch- oder Tittenkleid, also Ach so, das haben sie ja ja. selbst so genannt. Und Die haben dann, es selber Arsch- und Tittenkleid genannt. genau, und dann hieß es so, ja, dann kannst du ja gleich nackt gehen. Und dann hat sie Ach gesagt, so, nein, nein, ich will ja. subtil bleiben. Ja. Klar. Das war's. Okay, ja, ich weiß noch. Ich weiß, in dem Moment habe ich mir noch gedacht, witzig, dass die das sagen, weil wir hatten früher so Tittentops, wo wir mir gesagt haben, ja, wir ziehen deinen Tittentop an. Wie sah das Das aus? war. Das ist ein Top, da ist So es einfach so. Underboob so Nee, rauskommt. nee, das hat so ein bisschen Push-Effekt. Also Benita zeigt es mir. Zeigt mir. Benita schiebt gerade ihren Pullover hoch und zeigt mir ihren Ja. Tittentop. Gut, dass das ein Gott, was ist heute mit uns los? Gut, dass das ein Podcast Und ist, ne? kein Vodcast. Boah, ja, jetzt lass mal schnell zu Sonst hättet ihr es Gewinner. auch gesehen. Also es war ja auch Dann nur. hätte ich das nicht gemacht. Naja, du hast jetzt ja mir nichts gezeigt, außer dass du ein Shirt unter deinem Pullover anhast. Ja, top. Entschuldigung. Oh, also Lass uns Leute, schnell zu unserem. wie gesagt, also wenn ihr eine Vermutung habt, was mit Benita heute los ist, dann bitte schreibt uns mal. Irgendjemand braucht doch immer meine Lache zum Einschlafen. Ja, Diese Folge geht raus an dich. derjenige müsste jetzt schon mehrfach eingeschlafen sein. Also, bevor wir zu unserem Gewinner und Verlierer der Woche kommen, gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Denn unser Podcast-Sponsor ist wie immer Deinzigartig. Und bei Deinzigartig gibt es Weihnachtsgeschenke und auch Geschenke fürs ganze Jahr für dich und deine Liebsten. Und du kannst dir da alles Mögliche personalisieren lassen mit deinem Namen, deinem Sternzeichen, Deinem deinem Lieblingsort. Kosenamen, Genau. alles. Genau. Und du sparst mit dem Code Podcast immer noch sagenhafte 20%. Also viel Spaß beim Shoppen auf deinzigartig.de. So, und jetzt machen wir, bevor wir ins Interview gehen, weil die Sophie scharrt schon mit den Hufen und hat schon gefühlt fünfmal angeklopft, ob wir denn bitte mal starten können, machen wir schnell noch Gewinner und Verlierer der Woche. Benita, schnell, beide sagst du auf einmal. Gewinner, Ja? sehr kontrovers, Jan, weil er Bitte. Fehler eingestehen kann, erstens, Oh. und zweitens, weil er so real bleibt beim Online-Dating und dann sagt ja und sich eben nicht verbiegen Ja, lässt. okay. Verlierer sind bei mir Kevin und Lilly, weil ich finde, man mischt sich einfach nicht ein in eine Beziehung, auch wenn es der Ex-Partner ist, auch wenn es nicht passt. Okay. Okay. Also beim Verlierer könnte ich mitgehen. Ich würde tatsächlich Maike diese Woche als Verliererin der Woche nehmen, weil ich mir denke, oh Maike, don't do this shit. Und mein Gewinner der Woche ist sozusagen das Pendant ist George, weil ich es erstens gut finde, dass er Maike die Gefühle gesteht und auch dann so ehrlich mit ihr ist und irgendwie ganz gut mit der Sache umgeht. Ich finde den sehr sympathisch die Woche. Das stimmt. So, und jetzt ist aber 3, 2, 1, Interview-Time. So, wir haben sie schon angekündigt, dass wir einen neuen Gast haben und vor allem einen Gast, den wir schon so ewig lange gewünscht haben. Und dieses Mal hat es geklappt. Endlich ist sie bei uns im Podcast. Hallo Sophie. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Fangirl-Moment meinerseits natürlich, weil jeder unserer Podcast-Community natürlich weiß, ich bin der größte Leo-Fan. Und natürlich auch von dir, Sophie. Wir durften uns ja schon mal live sehen. Und sie ist in live genauso schön wie im Fernsehen, um eure Fragen zu beantworten. Ja, weil apropos Fragen, also wir haben ja euch in der Community auch gefragt, ob ihr Fragen habt und da kam sehr, 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 sehr viel. Ich sage immer, es kommt sehr viel, aber da kam extra viel. Und wenn du bei irgendeiner Frage sagst, Leute, das möchte ich lieber für mich behalten oder keine Ahnung, weiße Zähne habe ich einfach von Mutter Natur, dann ist das einfach so. Ich bin gespannt. Genau. Sophie, sag doch mal, was magst du denn persönlich am meisten an Leo? An meiner Rolle. Ja, Leonie ist sehr liebenswert, finde ich. Also man merkt einfach sofort, die Ja. hat ein gutes Herz. Die ist super herzlich und sie jedem freundlich, sehr harmoniebedürftig. Ich finde, das ist eine sehr schöne Eigenschaft und trotzdem auch zielstrebig. Also wenn sie ein Ziel vor Augen hat, also ist sie auch sehr ehrgeizig, das mag ich. Ja, auch sehr romantisch. Einfach ein liebevoller Mensch, finde ich. Ja. Deswegen, sie ist ja auch, also wirklich bei Benita gefühlt jede Woche, also im Herzen jede Woche, Sie. in de facto wahrscheinlich jede dritte Woche immer Gewinner der Woche, immer.
Ja, da müssen wir uns ja nicht wundern. Ich finde einfach, wie du sagst, Sophie, ich finde das nämlich auch. Der kann man irgendwie auch nie böse sein, auch wenn sie mal ein bisschen, keine Ahnung, irre ist, kann man nicht böse sein. Aber Sophie, wenn du sagst, das waren jetzt sehr viele positive Eigenschaften, findest du hast damit sehr viele Gemeinsamkeiten? Wo seid ihr vielleicht sehr unterschiedlich, du und Leo? Ja, wir haben natürlich Gemeinsamkeiten, weil ich finde, man spielt trotzdem auch immer einen Teil von sich selbst, weil ich drehe ja so viel, das geht gar nicht anders. Aber wir haben auch schon, ja, unterschiedliche Charakterzüge. Leonie zum Beispiel ist, glaube ich, in manchen Punkten noch nicht so reif wie ich. Also, sie verliebt sich sehr, sehr schnell. Ist vielleicht Ja. manchmal auch ein bisschen blauäugig und naiv und super romantisch. Und ich glaube, da sehe ich die Dinge alles so ein bisschen klarer und ja, hab da nochmal irgendwie so eine andere Weltansicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also manchmal, wenn ich das so lese, dann könnte ich mir schon ein bisschen an den Kopf fassen und denke mir so, oh, warum? Jetzt zum Beispiel auch gerade in der Story, da bekleckert sich Leonie jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm. Aber ja, trotzdem, glaube ich, wächst sie ja auch an solchen Erfahrungen und entwickelt sich weiter. Und glaube ich, mache das auch nie aus irgendeiner bösen Absicht oder so, das jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass ich da in der einen oder anderen Situation anders reagieren würde, weil ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung habe, ein bisschen souveräner bin. Ja. Dann doch gleich mal sozusagen die Frage ganz konkret. Du hast es ja so halbwegs schon angesprochen, dass du findest, dass Leo sich gerade bei Nico und Kevin sich vielleicht etwas naiv verhält. Zwei Fragen in einer. Schon mal zwischen zwei Männern gestanden, wie gerade und wie würdest du oder hast du dich verhalten? Tatsächlich noch nie, muss ich sagen. Also zum Glück, ja, ist so, also zum Glück noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, also natürlich geht das wahrscheinlich. Ich kann es mir bei mir selber nicht so vorstellen, weil ich da einfach genau weiß, was ich will, eigentlich immer. Und Leonie, ja, ich weiß, sie lässt sich halt sehr von ihrem Herz leiten und von ihren Gefühlen und so. Und ich glaube, da bin ich vielleicht eher so ein bisschen verkopfter. Und ja, aber schön stelle ich mir das nicht vor, diese Situation. Nee, ich stelle mir das auch ganz schwierig vor. Also irgendwie auch anstrengend und irgendwie so, naja, sie hat ja gerade quasi erst, wie sie gesagt hat, Kevin, so ihre große Liebe und dann kommt plötzlich Nico um die Ecke, den sie so toll findet, der aber eigentlich eine Freundin hat und Ja, und ach, das ist ja auch schon der Punkt. Der schwierig. hat eigentlich eine Freundin und der weiß auch, dass seine Freundin schwanger wäre. Und da würde ich mir als Frau direkt denken, wenn der die ja schon so behandelt, was macht er mit mir dann später, ne? Und das ist ja auch das, was Kevin dann versucht, Leonie so ein bisschen einzutrichtern. Und daran sollte man ja schon denken. Und da sieht man halt schon, also dann wieder so ein bisschen dieses Naive, ne? Also da denkt sie, macht sie sich da nicht unbedingt einen Kopf drüber, weil er natürlich auch super süß zu ihr sein kann. Ja. Das stimmt. Dazu fällt mir natürlich jetzt, weil ich auch von der Community extrem aufgefordert wurde, ich bin ja die Sternzeichen-Tante hier. Und deswegen ist es natürlich meine Frage, weißt du, also dein Sternzeichen weißt du wahrscheinlich und weißt du auch Leos Sternzeichen? Boah, das ist eine Zufällig, gute weißt du, wann die Frage. Geburt, also weißt du, wann die Geburtstag hat? Ja, Dann kann ich Leonie es dir auch sagen. hat, meine ich, Ende Juli Geburtstag. Krebs oder Löwe ist Ah, es? nee, Löwe meine ich. Wann war das immer? 21. Juli oder 29. Juli? Was ist man denn dann? Krebs oder schon Löwe? Ich glaube, 21. Juli ist noch Krebs. Ah, ich fühle mir gerade unsicher, weil tatsächlich würde beides auch ein bisschen passen, weil Krebse sind ja, glaube ich, sehr harmoniebedürftig, ne? Das ist ja bei Leonie der Fall. Super sensibel. Ja, super sensibel. Würde tatsächlich gut passen. Und Leonie glaubt halt auch wirklich immer an das Gute im Menschen, ne? Das muss man, finde ich, auch dazu sagen. Also die ist super gutgläubig, was ich privat auch bin. Und das ist schon wieder eine Gemeinsamkeit, aber auch gleichzeitig eine Schwäche. Weil ich glaube wirklich Ja. immer, ach nee, das würde der und derjenige nicht bei mir machen und so. Also ich bin super gutgläubig und ja, ist zum einen auch eine schöne Eigenschaft, aber kann manchmal auch zum Nachteil sein. Was bist du denn für ein Ich Sternzeichen? bin Zwilling. Ah, okay. Aha. Ja, ich habe am 17. Juni Geburtstag und das ist ja so an der Grenze noch. Ja. Und da, ja, wobei ich glaube ich ein typischer Zwilling bin, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich lieb's. Ich muss jetzt diese Sternzeichen-Logik hier immer, auf jeden Fall immer mit reinbringen, weil ich habe mich geoutet und jetzt fragt unsere Podcast-Community immer. Also Leute, jetzt habt ihr es gehört. Ich werde euch jetzt dann mal noch ausrechnen, wie gut sie da mit Nico oder Kevin zusammenpasst. Ja, stimmt, das kann man ja. Ja. Genau. Sophie, was würdest du denn mitnehmen auf eine einsame Insel?
Ja, das ist jetzt natürlich auch die Frage, ob es ums Überleben geht oder kann ich mitnehmen, mir geht's da super und ich kann mitnehmen, was ich will. Naja, sagen wir mal, für deine, also du überleben wirst du. Also du musst es kein Essen oder Ja. Trinken mitnehmen, weil sonst sind ja alle Sachen schon Ach praktisch so, gut, verbraten. okay. Also ich würde auf jeden Fall meine beste Freundin mitnehmen, ganz klar. Wahrscheinlich meinen Hund, wenn ich wüsste, ihm würde es da gut gehen. Also wir haben einen Familienhund und den vermisse ich unfassbar. Ein Labrador. Und es wäre auch cool, weil dann könntet ihr No. da immer schwimmen. Und dann will ich noch irgendwas Leckeres, nee, Musik natürlich, und was Leckeres zu essen, was es da dann vielleicht nicht gibt. Also irgendwie meine Lieblingssüßigkeit, weil ich bin echt eine Naschkatze. Leonie auch, wie man jedes Mal schön in jeder Szene sehen Magst du kann. auch weiße Mäuse? Nein, das ist auch ein sehr großer Unterschied. Ich hasse weiße Mäuse und Marshmallows. Ich hasse die. Und manchmal musste ich die auch essen und jedes Mal dachte ich mir so, oh, bitte nicht. Aber Saures liebe ich. Manchmal sind da nämlich auch diese sauren Zungen drin und die gönne ich mir dann immer. Also ich liebe diese, kennt ihr diese Drachenzungen, diesen Ja, sauren Teil? ja. Oh, ich liebe das. Also am besten so sauer, wie es irgendwie nur geht. Jetzt wissen wir, warum Richtig. sie mit dem Kioskbesitzer zusammen war bei Ja, Köln. genau. Das ist die ganze An Geschichte, der Leute. Quelle, endlich an der Quelle. Ja, genau. Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, du tanzt, du hast ja praktisch gerade eine Story, wo du tanzt sehr viel. Ihr hattet diesen Contest und irgendwie, also das hat man davor, glaube ich, die Seite noch nicht so gesehen. Ist es was, was du schon gefühlt immer machst und sagst, endlich darf ich das? Oder war das was, was tatsächlich neu dazu kam und du für dich entdecken durftest? Also das war ganz neu für mich. Ich glaube, Ach das sieht echt? man teilweise auch, aber ja, also ich habe noch nie in meinem Leben viel getanzt, muss ich ehrlich sagen. Es Ach hat krass. natürlich mega Spaß gemacht, weil das eine Herausforderung war, eine neue, und ich Tanzunterricht haben durfte. Es war wirklich, es hat super viel Spaß gemacht, auch mit meinem Tanzlehrer. Es war einfach witzig auch. Also wir haben uns totgelacht manchmal über mich, weil ich halt auch so ein, weiß nicht, Sophie, dreh dich rechts rum, rechter Fuß, was noch ich, dreh mich links rum, linker Fuß. Und also ich weiß nicht, ich habe eh so eine Rechts-Links-Schwäche, dann noch, weiß ich nicht, so Koordination ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Das war wirklich, also ja, auch ein bisschen Überwindung für mich tatsächlich, weil man mit Sicherheit auch ab und zu gesehen hat, dass ich es vielleicht noch nicht mein Leben lang mache. Aber ich denke mir auch wiederum, ja, dann ist es halt so, man kann ja auch nicht alles perfekt können. Und als Schauspielerin war das für mich eine super Erfahrung, das machen zu dürfen, ne? Weil wann hätte ich das in meinem Leben sonst gemacht? Wahrscheinlich gar nicht. Ich habe ja auch früher sehr früh mit der, also als Kind mit der Schauspielerei ja schon angefangen und jeder hatte irgendwie seine Tanzkurse, jeder ist zum Tanzen gegangen und ich hatte halt nie Zeit dafür, weil ich halt schon gedreht habe und habe halt Ja. auch super viel irgendwo verpasst in meiner Jugend, sage ich mal, wie zum Beispiel auch so einen Tanzkurs zu nehmen. Und das war cool, da jetzt mal so ein bisschen reinschnuppern zu dürfen, ja. Es sah auch mega cool aus, muss ich sagen. Also ich habe es echt gefeiert. Dankeschön. Also deswegen auch die Frage. Also ich hätte dir jetzt auch abgenommen, dass du sagst, das hast du schon immer gemacht. Nee, Also nee. deswegen. Also tatsächlich gar nicht. Ich musste da schon ein bisschen auch über meinen Schatten springen, muss ich ehrlich gestehen. Weil wenn man das selber noch irgendwas noch, also auch sehr genauso wie mit irgendeiner anderen Sportart, wenn du es noch nie gemacht hast, dann denkst du dir erstmal so, Ja. sieht das jetzt wirklich so gut aus und geht es wirklich? Und ja, aber irgendwann dachte ich mir dann auch so, komm, einfach Kopf abschalten und das jetzt genießen und als Erfahrung mitnehmen und Na klar. ja. Voll gut. Da würde ich gerne noch eine Frage direkt anschließen, weil ich finde, sie sozusagen passt da direkt noch dazu. Und also ich meine, jetzt hast du ja was gemacht, was du noch nie gemacht hast. Was würdest du denn Leo wünschen? Also was möchtest du gerne mit Leo noch erleben, wo du sagst, meine Güte, ich wollte schon immer mal, weiß ich nicht, Fallschirm springen oder keine Ahnung was. Ich weiß es nicht, was Leo Das machen darf könnte. auch ganz, das darf auch ganz abseits jetzt mal von Leos Persönlichkeit sein. Also einfach, worauf du Boah, auch Bock du Bock hättest zu hättest, drehen, ja. so. Ja, da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Eine Hundepension auf Mallorca, keine Ahnung. Also ich bin sehr, sehr tierlieb, muss ich sagen. Ich liebe Tiere. Ich drehe jetzt zum Glück auch ab und zu mal mit einem kleinen Hundebaby. Da drehe ich immer komplett durch am Set und muss mich beherrschen, dass ich nicht in jeder Szene in Hundesprache rede. Weil ich, ja, ich Ich hab's liebe gesehen Tiere in deiner einfach. Story. Ja, genau. Also das, ich sag mal so, weit kommt eine neue Geschichte. Also ich darf hier wirklich nicht viel sagen, aber in der nächsten Story passiert was, was auch mit einem früheren Hobby von mir zu tun hat. Also mit einer Leidenschaft, sage ich mal, die ich wirklich jahrelang gemacht habe. Und da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Und ja, da können die Zuschauer gespannt sein. Gerade die Mädels. Also das Cool. heißt, jetzt müssen wir mal schön wieder auf deinen Instagram-Kanal gehen, 100.000 Bilder zurückscrollen und vielleicht finden wir dann den ein oder anderen Hinweis. Wird schwierig, glaube ich.
Das wissen auch, glaube ich, gar nicht so viele über mich. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Ja. Dann müssen wir orakeln, weil Benita ist ein sehr gutes Orakel. Die orakelt alles, hat schon sehr viel erraten, was demnächst passieren könnte. Mhm. Ja, aber was ist, wenn ich es jetzt richtig rate und dann... Passiert es wirklich? Das ist keine Überraschung mehr. Na, das können wir ja vielleicht noch. Also schreibt uns auch gerne, also liebe Community, schreibt uns mal eure Vorschläge, was ihr glaubt, was denn so passieren könnte, was die liebe Sophie bzw. Leo demnächst bei K50 erwartet. Also ich meine, sie hat uns ja ein paar Hinweise gegeben. Es scheint eher eine Mädchensache zu sein, was sie schon mal gerne gemacht hat. Also lasst uns mal raten. Schreibt uns mal eure Vorschläge. Genau, machen wir das mal so. Ich schreibe meinen auf den Zettel und gebe ihn Annika und wenn ich recht hatte, lesen wir es vor. Wenn ich nicht recht hatte, schweigen wir es tot. Ja, das ist gut. Okay. Sophie, also ich habe ja natürlich, weil ich dich auf Instagram verfolge, mitbekommen, du verstehst dich ja mit der Rolle Lilly eigentlich privat ziemlich gut. Mhm. Ihr seid ja auch mal so frühstücken und so. Jetzt in der Serie seid ihr mehr so am Streiten. Ist es eher anstrengend, sowas zu spielen oder eher lustig oder... Keine Ahnung, so mit einer Freundin zu spielen, das ist eigentlich auch ganz cool, oder? Ja, natürlich ist es cool und es ist immer schön, wenn man sich gut am Set versteht. Also so eine gewisse Harmonie und Teamgeist und so ist immer vom Vorteil. Ich glaube, es ist immer super wichtig, wenn man so Streitszenen hat und so. Das haben wir zum Beispiel gemacht, dass man sich zum Beispiel danach im Arm nimmt und sagt, so, ich hab dich lieb und einfach nochmal klar macht, dass es wirklich gerade nur die Szene war und nicht irgendwie Privates oder sowas. Das gibt einem einfach ein viel besseres Gefühl danach. Ja. Ja. Das finde ich richtig schön. Dann, also ich würde sagen, es sind wirklich so viele Fragen aus der Community gekommen. Ich würde mal gerne sozusagen in die Fragen, die von unseren Podcast-Fans so gestellt worden sind, gerne mal kommen. Und also ich meine, machen wir uns nichts vor. Natürlich, was sehr, sehr viele Leute wissen möchten. Also neben tausenderlei Beauty-Tipps von Haaren über Zähne, über was du für Workouts machst. Also da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber natürlich möchten sie gerne wissen sozusagen, hast du echte Gefühle für Nico, für Kevin, für sonst irgendjemanden? Ja oder nein? Ich glaube, das... Nein, also das ist natürlich immer alles nur gespielt, was man da sieht, definitiv. Das ist immer vielleicht blöd für den Zuschauer, das sozusagen, weil sich das andere vielleicht viel romantischer vorstellen und so weiter. Aber das ist halt die Arbeit. Also wie man sich dann im Privaten noch gut versteht, das ist natürlich schön, wenn man da Freundschaften schließt oder sich vielleicht sogar verliebt. Aber in dem Falle, klar, den Danny kenne ich schon sehr sehr lange und mit denen bin ich auch privat sehr, sehr gut befreundet. Wir machen sehr miteinander und der ist mir auch sehr wichtig so als Mensch. Salva kenne ich jetzt noch nicht ganz so lange, aber wir verstehen uns auch super am Set. Aber ja, wenn man halt so viel miteinander dreht, wie Danny und ich zum Beispiel und auch schon viel miteinander durchgemacht hat, das ist einfach schön zu wissen, dass immer jemand da ist, so, ne? Mit dem man dann halt auch mal, weiß ich nicht, wenn irgendwas Privates ist oder man vielleicht ist auch einem nicht so gut geht mal am Set, dass man einfach jemanden hat, der einen in den Arm nimmt, mit dem man über alles sprechen kann und so. Und da ist er mir schon sehr, sehr wichtig geworden und in meinem Herzen, ja. No. Das ist doch Annika, auch uns schön. Fragt nie jemand, ob wir zusammen sind. Nee, uns fragt nie jemand, ob wir zusammen sind. Wieso ist das hier wirklich? Warum eigentlich? Ich habe jetzt hier noch eine Community-Frage. Würdest du auch im echten Leben eine Freundschaft aufs Spiel setzen, wenn es wahre Liebe ist? Ja, das ist immer so eine Frage. Also ich als Privatperson würde jetzt, glaube ich, tatsächlich direkt Nein sagen, dass ich das nicht machen würde, weil mir Freundschaften einfach unfassbar wichtig sind und weil ich da leider auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht habe, also auch die eine oder andere Freundin verloren habe oder da einfach viel passiert ist und mir genau deshalb Freundschaften und meine besten Freundinnen super, super wichtig sind. Also ja. Ich glaube, das könnte ich einfach nicht, weil du weißt nie genau, wie lange, ob es dann wirklich die wahre Liebe ist, ob man dann wirklich für immer zusammenbleibt und alles schön ist. Ich stelle mir die Situation trotzdem schwierig vor. Ich war zum Glück auch nie in so einer Situation, weil wahre Liebe ist natürlich auch ein großes Wort. Aber so aus meinem Bauchgefühl raus würde ich mich immer für meine beste Freundin entscheiden, auf jeden Fall. Dann, Sophie, also ich glaube, wir kommen nicht drum rum, auch ein paar Beauty-Fragen abzuhaken, weil es ist ein großes Bedürfnis. Ich meine, ich glaube, das wirst du wahrscheinlich auch von deinem eigenen Kanal wahrscheinlich auch, dürfte dir nicht unbekannt sein. Eine Frage zum Beispiel, die Menschen bewegt, sind deine Locken echt? Ich habe nämlich letztens auch ein Bild von dir gesehen, irgendwie mit glatten Haaren und ich wusste jetzt auch nicht, was ist denn da eigentlich Natur und was nicht?
Also ich habe sehr starke Naturlocken tatsächlich, wobei ich persönlich gar nicht so gerne mag. Deshalb gehe ich da immer noch mal mit dem Echt? Lockenstab durch. Ja, weil die mir zu kraus und dann stehen die manchmal in alle Richtungen. Also das kommt drauf an. Wenn ich im Urlaub zum Beispiel bin, so am Meer, dann liegen die immer sehr schön. Aber hier und dann immer mit Regen und ach, keine Ahnung. Also ich muss schon meine Haare sehr viel stylen und pflegen und so. Also es ist nicht so easy. Ich stehe morgens auf und meine Locken liegen alle super schön. Da muss ich immer noch mal ein bisschen ja mit dem Lockenstab durchgehen. Aber tatsächlich trage ich auch ab und zu gerne glatte Haare. Das darf ich halt am Set nicht oder zumindest nicht so oft. Und ja, das ist dann auch mal ein schönes Gefühl, wenn man einfach mal sich so easy durch die Haare gehen kann. Ja. Ja. Das Aber die sind doch beruhigt so mich. schön, deine Aber es Locken. Die sind beruhigt so mich schön. so krass zu hören, dass du nicht morgens aufwachst und so aussiehst. Da fällt es dir vom Glauben ab. Ich würde alles tun für diese Haare. Aber es ist schon beruhigend auch für mich jetzt zu hören, dass Nee. es auch ein bisschen Arbeit ist. Ach, du glaubst gar nicht, wie ich. Also, das ist auch immer so lustig, wenn man dann so eine Köln-Szene sieht, wie Leonie gerade aufsteht. Und ich denke mir jedes Mal so, ach, wie schön wäre das, wenn ich in Wirklichkeit so aussehe, wenn ich Ja. aufstehe. Normalerweise immer kompletter Strubbelkopf, überall Pickelcreme im Gesicht und keine Ahnung was. Und da steht man immer auf und es ist das strahlende Leben. Das ist echt, ja, aber es ist halt Serie, ne? Das fühle ich echt krass. Ihr solltet mich mal bei Terminen morgens um 9 sehen. Ich habe hier noch eine Frage. Was war für dich eine schwierige Szene zu drehen? Also, ich gehe mal davon aus, das ist so gemeint. Welche Szene ist dir vielleicht schwer gefallen zu drehen? Also es ist immer klar, es gibt Stories, die fordern einen mehr heraus, dann gibt es Comedy-Stränge oder irgendwas, das ist vielleicht nicht so schwierig zu spielen. Da hat man dann eher Spaß, aber es sind vor allem halt Geschichten, wo ich mir wirklich, die ich dann auch vorher lese oder höre und denke, oh Gott, hoffentlich spielst du das auch wirklich gut zu viel, hoffentlich bringst du das gut rüber. Wie zum einen früher die Mitgeschichte, dieses Drama da, so ein bisschen dieser Crime-Strang, wo es ja auch wirklich ein sehr ernsthaftes Thema ging. Und da waren schon manche Szenen eine Herausforderung für mich, gerade mit diesem Thema häusliche Gewalt auch und so weiter. Da möchte ich natürlich auch, dass der Zuschauer sich da gut hineinversetzen kann und so und mitfühlt. Ja, das war schon schwierig für mich. Na, das glaube ich. Das Da ist auch gleich mir noch auch eine Frage. echt im Kopf geblieben, das ist wirklich krass gewesen, ja. Total. Da auch die Frage, auch die kam tatsächlich von aus der Community auch noch, wenn du weinen musst, also bist du jemand, der so auf 3, 2, 1 und weinen bitte, oder musst du dich dann irgendwie hineinversetzen und an was Trauriges denken, damit das irgendwie funktioniert? Nee, also 3, 2, 1 und Wein bin ich gar nicht der Typ. Da habe ich echt immer großen Respekt vor manchen Kollegen von mir, die das einfach so können. Weil ich bin wirklich auch an manchen Tagen so ein richtiger Eisblock. Da denke ich mir echt so, Sophie, jetzt bitte werd doch irgendwie mal emotional oder irgendwas. Aber mir hilft es dann immer ganz gut, manchmal auch irgendein bestimmtes Lied zu hören oder einfach für mich nochmal alleine die Szene einfach durchzugehen. Aber es kommt auch immer ein bisschen, wie gesagt, auf die Story drauf an. Ne? Wenn das wirklich so ein ernstes, krasses Thema ist, dann stelle ich mir einfach mal vor, wie wäre das jetzt wirklich in so einer Situation zu stecken. Und es gibt ja auch ganz oft Frauen, die dann wirklich in so einer Situation sind. Und das macht mich dann meistens eher traurig, darüber so Ja, nachzudenken. klar. So, wir haben ungefähr noch 1 Million Fragen, aber ich glaube, wir können noch eine Abschlussfrage stellen. Darf ich sie stellen oder hast du eine? Ich weiß, sonst Ich darf habe jeder auch eine eine. Abschlussfrage. Sondern noch jeder eine. Okay, Okay. okay. Also, welcher Cocktail wärst du, Oh Gott, wie Sophie? liebe ich die Frage. Ich liebe die Frage, ich fand sie auch richtig cool. Boah. Jetzt muss ich mal überlegen. Das ist Obwohl fast so wie, doch. welches Gemüse bist du oder so. Ich liebe sowas. Also Cocktail auf jeden Fall Mojito, weil ich dieses Spritzige mag und dieses ja, mit Limette und diesem braunen Zucker. Es ist irgendwie so ein bisschen süß, aber gleichzeitig auch sauer. Ich glaube, das passt ganz gut zu mir. Sommerlich auf jeden Da Fall, kommt wieder ja. der Zwilling raus, höre ich Ja, hier genau, schon. würde ich auch gerade sagen. So, und ich habe jetzt noch die Abschlussfrage und deswegen, wir sehen dich, aber es sieht dich ja sonst keiner und es hört auch keiner zu von deinem Arbeitgebern oder sonst was, Sophie, auch von Köln. Du kannst hier frei antworten, das ist alles total in Ordnung. Kommst du wieder mit Kevin zusammen, Leonie? Ha, sie guckt so, ach ja, ich gucke jetzt mal woanders gerade und Ihr so. seid ja gemein. Ihr seid ja fies. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich das die Community, glaube ich, wünscht. Das kann Na, man das schon glaube so ich ein auch. Das bisschen. wünschen wir uns auch. Ja. Ja. Ich sag mal, ich, Sophie, als
Privatperson wünsche es mir auch. Aber okay. Mehr darf ich dazu jetzt nicht verraten. Okay, also ich sehe schon, auch du bist sehr gut geschult, gebrieft und weißt, dass du Dinge nicht sagen darfst. Deswegen, es hilft einfach nichts, Leute. Wir müssen weiter anschauen, weiter hoffen, mitfiebern und wünschen, dass die beiden doch zusammenkommen. Ja. Oder am Ende doch irgendwie Happy End mit Nico, wir wissen es nicht. Mal sehen. Mit Hunde, Baby und Haus. Genau, mit Hunde, Köln. Baby und Haus ja. Und allem, was dazugehört. Das wäre schön. Ja. Ja, dann, es war sehr, oh Mann, wir könnten noch sehr viel länger reden. Ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben auch noch mega viele Fragen offen. Du könntest einfach nochmal kommen. Ja. Genau, wir hätten noch einen ganzen Stapel. Sehr gerne. Dann lieben, liebsten Dank, Sophie, dass du Zeit hattest. Musst du heute noch drehen? Bist du fertig? Oder? Ich habe tatsächlich frei. Richtig entspannt. Oh. Dann sind wir quasi Teil deines freien Tags. Das ist aber noch lieber. Wie dann. Schön. Ja, aber sehr gerne. Dankeschön. Danke. Also ich habe mich ja gefreut, dass ich hier eingeladen worden bin und ich würde sogar gerne noch viel mehr erzählen. Also vielleicht machen wir bald noch eine zweite Runde. Sehr, 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 sehr gern. Okay. Bis dahin. Wir sehen und hören uns und sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit Leo weitergeht. Bis bald. Ciao, liebe ciao. Grüße. Tschüss. Tschüss. Interviews sind doch immer einfach schön. Total. Also ich meine, das sagen wir auch jedes Mal, aber es ist so spannend, die Leute, die wir quasi ja selbst auch nur aus der Sendung kennen, dann plötzlich so privat mehr oder minder zu sprechen. Das ist schön. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und die ist schon sehr zauberhaft. Die ist sehr zauberhaft. Ach, ich bin auch ein bisschen verliebt. Dieses Rehchenkostüm, ich sehe es einfach. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Naja, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, lass uns mal kurz noch sprechen, wie geht's nächste Woche weiter? Ja, wie geht's nächste Woche weiter, Annika? Also, Sam trifft auf einen strangen Typen irgendwie. Ich weiß nicht, ob es sich so ums Daten handelt. Wird dann aber wieder von einem anderen smarten Typen gerettet, der dann auch mit ihr daten möchte. Spannend. Endlich ein Mann für Sam. Dann tatsächlich werden Lilly und Nico nach diesem Tanzgeschichtchen angenommen und Nico will sich das dann aber nochmal überlegen. Oh Wunder. Also hoffentlich. Ja, wahrscheinlich auch wird Leo ja nicht begeistert davon sein. Ja, also was ist denn das? Weißt du, wenn sie hört, ja, ihr kriegt einen Job zusammen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn dein Partner mit deinem Ex-Partner und auch du, du bist gerade frisch aus so einer Psycho-Beziehung raus, willst du doch nicht mit dem zusammen einen Job haben. Ist doch lächerlich. Ja. Und das Letzte ist, Jill lernt irgendwie so Freunde von Mo kennen und der eine macht sie sehr hart übergriffig an im Bad. Und ich habe Sorge, dass da was passiert, aber zum Glück hören es die anderen wohl, als sie um Hilfe rufen. Vielleicht rettet sie ja Timo. Ja, Timo ihr oder Held. Mo... Ja. Naja, wir sind auf jeden Fall gespannt und das war eine sehr lange Folge mal wieder. Ja, ich hoffe, ihr seid aber trotzdem gut unterhalten. Ja, und wir mussten viel quatschen und wir mussten viel mit Sophie quatschen, aber erstens wünscht ihr euch das. So ist das manchmal. Und damit verabschieden wir uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, macht es ganz gut. Schönes Wochenende, schönen Tag, schönes was auch immer. Genau. Und bis schöne Weihnachtszeit. Bis dann, bye bye.